Hi Leute, ich möchte euch heute meinen neuen Schlafsack vorstellen. Kurz dazu, also ich habe jetzt vor kurzem vorgestellt. Ich habe jetzt einen zweiten gekauft, weil die Frau jetzt halt unterwegs ist mit mir und da habe ich einen Daunenschlafsack gekauft und mir habe ich einen neuen gekauft, einen Carinthia Defense 4. Also mit dem Daunenschlafsack bin ich super zufrieden, das ist wirklich ein Hammer. Also bis minus 7 Grad ist Komfort beim Daunenschlafsack und minus 9 glaube ich für Frauen, also das wird ein bisschen unterschieden, weil Männer nicht so schnell kalt kriegen wie Frauen. Auf alle Fälle habe ich mir jetzt von Carinthia den Defense 4 bestellt, kein Daunenschlafsack mehr, ist ein Kunstfaserschlafsack. Warum? Der hat eine Außenschicht drauf, die ist sehr stark wasserabweisend und winddicht, eben für außen. Dass ich nicht immer, also wenn ich mal jetzt kein Biwaksack mit und ist auch kein Problem. Beim Daunenschlafsack ist es halt so, das Außenmaterial sehr luftdurchlässig, also luftdurchlässig. Der Schweiß wird nach außen transportiert, ist überhaupt kein Thema nicht, wäre aber immer zu empfehlen, eben mit einem Biwaksack. Also wenn die Daune einmal nass ist, die wirklich nass ist, dann wärmt sie nicht mehr. Bei Kunstfaser ist es genau umgekehrt. Also wenn die Kunstfaser nass wäre drin, also der Schlafsack selber, Kunstfaser, wärmt bei immer noch zwischen 70 und 80%, was bei der Daune nimmer ist. Deswegen habe ich mir jetzt den Kunstfaser-Schlafsack bestellt, für außen. Und ja, den zeige ich euch jetzt kurz. Das ist jetzt mein neuer Schlafsack von Carinthia, der Defense 4. Ist ein 3-Saisonen-Schlafsack und hat auch eine Mumienform. Also die Außenschicht besteht aus leicht und hochfest Mikrofasernylon und ist zusätzlich mit einer mikroporösen wasserdichten Schicht versehen. Wie man hier sieht, das Wasser auf der Oberfläche perlt total schön ab. Ich verreibe es jetzt auch und ist immer noch stark wasserabweisend. Und ist auch winddicht. Und der Fußteil ist trapezförmig und bietet auch genügend Platz für Bekleidungsstücke oder einen Schuhsack. Und hier, wenn man sieht, ist eine Abdeckleisten auf der Außenseite des Reißverschlusses. Der hält natürlich die Kälte und die Nässe draußen. Und die Abdeckleiste ist auch mit Klettverschluss versehen, dass man ihn an Schlafsack befestigen kann. Der untere Reißverschluss besitzt einen Feststeller und kann zur Belüftung geöffnet werden. Der Carinthia Schlafsack besitzt einen Zwei-Wege-Reißverschluss, also oben zum Öffnen und unten zum Öffnen, und hat auch im inneren Teil also einen Reißverschluss zum Schließen. Und auch im inneren Bereich des Reißverschlusses ist eine breite Abdeckleiste, so dass die Wärme sicher drinnen gehalten wird und sie nicht entweichen kann durch den Reißverschluss. Hier zum Beispiel sieht man das sehr schön. Hier am Kopfteil, am Kragen, sind zwei Kordeln befestigt, dass man die Öffnung schließen kann. Also festzogen um den Hals herum, somit dass die Wärme nicht durch den Hals, also beim Hals oder beim Kopf entweicht. Okay Leute, das war jetzt mein neuer Schlafsack von Carinthia, der Defense 4. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit, äußerlich macht er wirklich einen Spitzeneindruck, er ist sehr gut verarbeitet und den Praxistest, ja, den muss ich auf alle Fälle noch machen. Und hier sieht man zum Beispiel die Mumienform nochmal sehr gut. Ja Leute, also das war jetzt die Vorstellung von meinem neuen Schlafsack von Carinthia und Defense 4. Also ich habe auf YouTube geschaut, gibt es nichts Deutsches, also ich habe keins gefunden, also amerikanisch, russisch, überall. Und ich mache schon eine kurze Vorstellung. Natürlich werde ich ihn auch noch außen testen, also wo ich außen bleibe, noch momentan geht es leider nicht. Deswegen habe ich ein kurzes Review gemacht von der Rinden. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war ein bisschen interessant, eben vom Carinthia Defense 4. Also meiner Meinung nach, Preis-Leistung jetzt einmal ist sehr gut. Also 170 Euro, sage ich schon, Preis. Kann man kaufen und steht eben drauf bis minus 8 Grad. Okay, das wäre jetzt noch zu testen eben. Aber das mache ich auf alle Fälle. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen.
schreibt Kommentare und Anregungen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.